Hallihallo, meine Lieben, und herzlich willkommen zu Dishonored 2. Ja, ich hatte bereits vor langer Zeit den ersten Teil privat auf der PlayStation 3 gespielt. Werde ihn nach dem zweiten Teil auch nochmal hier let's playen. Ja, ich weiß nicht mehr ganz genau, was da vorgefallen ist. Ich weiß nur, dass der Corvo, das ist der Mann, den wir hier sehen, damals der Leibwächter der Kaiserin war. Und die wurde wohl von Assassinen umgebracht. Er wurde beschuldigt. Und die Tochter der Kaiserin, das ist die Emily, das ist hier die junge Frau, die wir auf dem Bild sehen, wurde entführt. Und wir mussten wohl sie zurückholen, unsere Schuld unsere Unschuldigkeit beweisen. Und ja, die Leute halt zur Rechenschaft ziehen, das weiß ich noch. Und irgendeine Seuche war da in der Stadt. Ich habe jetzt aber einen Artikel gefunden, den ich noch eben vorlesen will. Dass halt den ersten Teil nochmal komplett und die, also den Geschichte des ersten Teils nochmal komplett beschreibt. Für diejenigen, die den ersten Teil halt nicht kennen. Und ja, ich fange mal an. So, die taffe Emily Cordwyn, für die oder mit der wir in Dishonored 2 den Thron zurückerobern, war nicht immer die gut ausgebildete Kämpferin. Allerdings musste sie schon als Kind erfahren, dass ein Herrscher sich im Notfall verteidigen können sollte. 15 Jahre vor der Handlung des zweiten Teils wird ihre Mutter Jessamine Cordwyn, die Kaiserin von Dornville, am helllichten Tag von Attentätern ermordet, während ihr Leibwächter Corvo nur hilflos zusehen kann. Der Anführer der Assassinen ist Dowd, ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche, ist mit dem mysteriösen Outsider im Bunde, der ihm übernatürliche Fähigkeiten verleiht. Genau, das weiß ich auch noch, das habe ich gerade vergessen. Wie irgend so ein komischer Typ gibt uns da so Fähigkeiten und wir können dann switchen und ich glaube so Schattenangriffe oder so machen. Dowd handelt aber nicht auf eigene Faust, sondern im Auftrag des kaiserlichen Meisterspions Hiram Borrow, der Corvo den Mord in die Schuhe schiebt und sich prompt zum Logenregenten von Dornwall ernennt. Sein Motiv, die Kaiserin, war ihm zu zögerlich im Kampf gegen die Rattenseuche, die er selbst eingeschleppt hatte, um die Armeen zu dezimieren. Den größten Teil von Dishonored verbringen wir unter Corvos Maske, damit Boros und seine Schergen auszuschalten, damit eine Rebellengruppe, die Kaisertreuen, die Ordnung wiederherstellen und Emily wieder auf den Thron setzen kann. Wie Corvo nach dem erfolgreichen Schlag gegen die Logenregenten herausfindet, haben die vermeintlichen Loyalisten vor, über eine schwache Marionettenkaiserin selbst die Macht zu übernehmen. Das Spielende verbringen wir deshalb damit, unseren ehemaligen Auftraggeber zur Rechenschaft zu ziehen und Emily aus ihren Fängen zu retten. Das Ende. Je nachdem, wie gewalttätig wir auf dem Weg zum Ziel vorgegangen sind, liefert uns Dishonored verschiedene Endsequenzen. Spieler mit einem niedrigen Chaosfaktor erleben einen erneuten Aufschwung Dornwalds. Mörderische Racheengel müssen mit ansehen, wie die Seuche die Stadt in den Ruin stürzt. Ich glaube, ich habe das erste gehabt. Der zweite Teil der Vorgeschichte von Dishonored 2 bekommen wir in den beiden DLCs The Knife of Dornwall und The Brightmoor Witch zu sehen. Protagonist der Erweiterung ist nicht Corvo, sondern Dowd, den wir im Hauptspiel nur in zwei Missionen zu Gesicht bekommen. Das Messer von Dornwall, wie Dowd auch genannt wird, erhält von Outsider den Auftrag, nach Delia zu suchen. Hinter den Namen steht eine mächtige Frau, die genau wie Dowd und Corvo über die Kräfte des Outsiders gebieten kann und die Wirren von Boros Stadtstreich nutzt, um ihre eigenen Pläne zu schmieden. Die magisch begabte Dame hat einen Hexenzirkel gegründet, der ihr dabei helfen soll, durch ein Ritual die Kontrolle über Emily Cordwyn zu erlangen. Dabei würde Delias Geist in den Körper des Mädchens versetzt, was die Hexe zu einem verjüngern und zum anderen auf den Thron bringen würde. Diese Emily hätten die verräterischen Kaisertreuen nicht manipulieren können. Dowd sabotiert das Ritual jedoch und verwehrt Delia so den Thron. Unbemerkt von Corvo und dem Rest des Reiches hat der Attentäter ein großes Unheil abgewendet. Die Möchtegern Korperdiebin muss sich in das etwas Neues einverlassen. 15 Jahre später erfahren wir in Dishonored 2 dann auch was. Anmerkung: Delias Tod. Im ursprünglichen DLC können wir die Hexe entweder überlisten und in die Welt des Outsiders gefangen setzen oder wir erledigen wir sie auf herkömmlicher Weise. Die tödliche Variante spielt für die Entwicklung der Geschichte offenbar keine Rolle, da wir die gute Delia in Dishonored 2 wieder begegnen. Ja, das finde ich ein bisschen doof, dass das, nicht berücksichtigt wird, dass wir sie getötet haben. Anscheinend ist sie ziemlich wichtig für die Geschichte oder halt für den zweiten Teil, dass es sich um sie drehen muss. Ich fände es persönlich ein bisschen doof. Es wäre, dann hätten sie diese Wahl gar nicht machen müssen, also machen dürfen, dass man sie entweder ganz tötet oder halt nur in diese Welt gefangen setzt. Lieber nur in diese Welt gefangen lassen und dann ist sie jetzt halt im zweiten Teil ausgebrochen. Ich glaube, ich habe
damals im ersten Teil habe ich sie komplett getötet. So. Das war jetzt aber genug Geschichte. Ich möchte jetzt anfangen zu spielen. Ich möchte nicht mehr weiter drum rumreden. Wir starten jetzt die Kampagne und los geht's. Ja, fortsetzen. Ich habe einmal reingeguckt. Erkunden das Spiel mit gemütlichem Tempo. Achso, gleich. Genieße die Umgebung und Geschichte und erkunde das Spiel in gemütlichem Tempo. Gegner haben eine eingeschränkte Wahrnehmung, verursachen weniger Schaden und geben die Verfolgung schneller auf. Elixiere haben eine stärkere Wirkung und deine Gesundheit regeneriert sich schneller. Ja. Wir können das sogar anpassen. Das ist ja auch interessant, wenn man das anpassen kann. Aber ich nehme erstmal leicht. Ja. Weil leicht ist immer am besten für mich. Ich weiß noch, wie ich mit meinem Vater nach der Seuche trainiert habe. Er sagte, irgendwann kämen unsere Feinde. Thornwell, Hafenviertel, trifft dich mit deinem Vater. Ach ja, Corvo war ja ihr Ziehvater. Was ich jetzt interessant finde, ist, dass das die Stimme von Keira Knightley ist. Oder auch von Sarah, von Dragon Age Inquisition. Die Klänge und Gerüche von Dunwall ändern sich nicht. Das ist meine Stadt. Aber gefällt mir. Welches Trainingsprogramm hat Vater wohl heute für mich? In Ordnung, Majestät. Zeig, was du kannst. Oh mein Gott, ist das die Stimme von Arnold Schwarzenegger? Nein, nicht Arnold Schwarzenegger. Wie hieß der andere? Oh mein Gott, Armageddon. Moment. Bruce Willis. Bruce Willis, das ist die Stimme von Bruce Willis. Ach, ich soll hier rein. Wie tun wir das? Ich muss darunter durchrutschen. Beeilung! Ich wusste, ich kann es schaffen. Ja, wo ist das? Sprinten. Über das Hindernis hechten und rutschen. Kinderspiel. Was jetzt? Oh mein Gott, wir müssen schwimmen. Ich hasse das. Könnte ich doch nur jeden Tag laufen und springen. Könnte ich hier noch irgendwas sammeln? Mal sehen, wie schnell ich zu Fuß bin. Komm zu mir. Du hast gut aufgepasst. Mal sehen, wie leise du bist, junge Dame. Ach, schleichen. Schleich dich an mich ran, wenn du es schaffst. Das ist mein Mädchen. Ich darf dich nicht hören oder sehen. Okay. Geh in die Hocke und näher dich von hinten. Ja, habe ich doch gerade. Nichts gesehen. Ah. Leise.
leise wie ein Luchs auf der Jagd nach der Gazelle. Ich bin gut. Denk dran, eine Pistole lässt alle im Gebäude aufwachen. Deine Armbrust ist leise. Wie kann ich denn... Ach... Ah, jetzt verstehe ich das, okay. Ja, ich bin eigentlich besser als... Macht mich gerade fertig, dass ich nicht zielen kann. Also das ist für mich kein Zielen. Perfekter Schuss. Naja, könnte besser sein. Ich fand's jetzt nicht so gut. Zeit für weiteres Waffen- und Kampftraining. Dann verprügeln wir uns mal, ja? Was? Ah! RT. Ja. Na los. Sauberer Das ist meine Tochter. Blocke, wenn dich jemand mit dem Schwert angreift. Oh, ich hasse Blocken. Gut. Gut gemacht. Sehr gut. Du hast einen natürlichen Kampfinstinkt. Mit dem richtigen Timing bringst du Gegner aus der Balance. Oh. Blocke mit deiner Klinge. Du bist schnell. Clever gemacht. Das hält selbst den niederträchtigsten Killer auf. Das Bewusstloswürgen funktioniert auch im Kampf. Ha! Yo, wie geil ist das denn bitte? Wenn er taumelt, setz einen tödlichen Schlag. Und RT. Es ist gut, wenn du auf dich selbst aufpassen kannst. Wenn es irgendwann Ärger gibt, bist du bereit für den Kampf. Ich glaube, ich muss die Stimmen echt mal ein bisschen leiser machen. Mein Gott. Spielen wir jetzt im ersten Teil? Ich glaube, im ersten Teil spielen wir sie. Also die Emily im ersten Teil. Oh, das, ich bin schon ganz... Im ersten Teil spielen wir ja Corvo und im zweiten Teil, glaube ich, spielen wir Emily. Entschuldigt. Für das Geräusch. Nee, ich will das nicht überspringen. Warum müssen wir überhaupt den Jahrestag eines Attentats feiern? Vor 15 Jahren, zur Zeit einer Seuche, die fast ganz Dunwall vernichtete, überfiel ein gedungener Meuchler mein Heim, den Palast, und erstach meine Mutter. Danach wollten die Auftraggeber des Mörders mich als Figur in ihrem Machtspiel missbrauchen. Sie hätten Erfolg gehabt, hätte mein Vater Corvo Atano sie nicht gejagt und ihre Intrigen zerschlagen. Bin ich nun die Kaiserin, die meine Mutter sich gewünscht hätte? Jetzt droht eine neue Krise. Eine Bestie, der sogenannte Kronenmeuchler, tötet meine Feinde und erweckt den Anschein, als seien mein Vater und ich daran schuld. Ich weiß nicht, ob ich ein Schiff zum anderen Ende der Welt nehmen oder alle um mich herum hinrichten lassen soll. Ich wusste nicht, dass sie das erzählt, dann hätte ich mir das vorhin alles gespart. Also ist die Seuche jetzt weg, gut zu wissen. Seien Sie wachsam, Majestät. Ich bin auf die heutigen Zeremonien nicht erpicht. Ihr Siegelring. Hier, beginnen wir. Danke, Alexi. Öffnen Sie die Türen.
Lang lebe Ihre kaiserliche Hoheit, Emily Caldwin. Treue Untertanen, wir erleben harte Zeiten, doch heute ehren wir meine Mutter, die selige Jessamine Caldwin. Möge ihr Andenken nie verloren gehen. Emily. Du wirkst müde, Vater. Jedes Jahr hoffe ich, Jessamines Todestag würde etwas einfacher werden, aber er ist es nie. Ich wünschte, Mutter wäre noch Kaiserin. Ich glaube, ich bin nicht gut darin. Du bist noch in Ausbildung. Keine Sorge wegen der Störenfriede. Und was den Kronmeuchler betrifft, den finden wir. Die Leute glauben, du bist es. Und dass diese Morde ein fehlgeleiteter Versuch sind, mich zu beschützen. Nein, jemand versucht, uns die Schuld zu geben, indem er deine Feinde eliminiert. Ich wünschte, ich könnte einfach weglaufen. Das machst du doch schon. Glaubst du im Ernst, ich weiß nichts von deinen Nächten auf den Dächern? Halt durch. Die Zeremonie wird bald zu Ende sein. Kaiserlicher Schutzherr und Vater. Ich hätte ein Gesetz gegen diese Kombination erlassen sollen. Oh, das ist ja mal ein schicker Thron. Majestät, bevor wir uns des Tageswerkes annehmen, haben wir unerwarteten Besuch. Den Herzog von Cerconos. Ramsay sagte, dass der Herzog Geschenke mitbringt. Faszinierend. Der werte Luca Abele, Herzog von Cerconos. All diese Dinger da gefallen. Trojanische Soldaten? Erstaunlich. Was soll das, Ramsay? Ich habe diese Dinger nicht genehmigt. Kaiserliche Hoheit und Schutzherr Corvo Atano. Werter Bürger unserer Heimat. Cerconos überbringt Beileid an diesem traurigen Tag und Geschenke aus unserer Nation, den neuen Stern am südlichen Horizont. Wir danken, Euer Gnaden. Nichts zu danken. Sehen Sie nun das größte Geschenk von allen. Familie. Ich präsentiere die Schwester von Jessamine Caldwin, die wahre Kaiserin. Delilah Caldwin. Unmöglich. Die Schwester meiner Mutter? Meine teure Nichte. Hallo. Das ist nicht wahr. Mein Vater war Kaiser Juhorn Jacob Caldwin und Jessamine meine kleine Schwester. Damals, bei ihrem Tode, war ich noch nicht bereit, mich euch zu offenbaren und gezwungen, Dunwall zu verlassen. Aber nun bin ich hier. Wenn Sie wirklich meine Tante sind, heiße ich Sie willkommen, hier zu bleiben. Kleiner Spatz. Opfer schwarzer Erinnerungen, ich bin hier, um euch die Last eurer Krone zu nehmen. Das Versprechen meines Vaters, vor so vielen Jahren im Geheimen geflüstert, hat sich nun erfüllt. Was soll das? Emily Caldwin ist die Tochter von Kaiserin Jessamine Caldwin. Kaiserlicher Schutzherr, wie naiv zu glauben, dass sie ungestraft morden können. In meinem Palast zu leben, hat sie geschützt. Aber das ist vorbei. Hört mich, ihr alle. Eure rechtmäßige Kaiserin ist zurück. Preiset Kaiserin Delilah, erste ihres Namens. Verhaftet Emily Caldwin und ihren Vater für die Kronenmeuchlermorde. Was? Was? Vater! Ihr Schwert hat keine Macht. Okay, ich bin gerade ein bisschen geplättet. Ich muss gerade mal eben einmal was verrücken. Und, okay, wir können jetzt als Emily spielen, als Emily Caldwin spielen. Herrscherin des Kaiserreichs der Inseln, von ihrem Vater Corvo Atano in der Kunst des Schleichens und Kämpfens ausgebildet. Oder als Corvo, ach, wir können als Corvo auch noch spielen. Ui, legendärer Schutzherr der Kaiserin und Verschwörer aus der Zeit der Rattenseuche. Ich muss ganz ehrlich sein, Corvo hatten wir im ersten Teil und ich finde, das ist Emilys Geschichte diesmal und nicht Corvos. Und wir spielen definitiv Emily. Als Emily Caldwin spielen, ja. Ich banne sie in kaltem Marmor. Nein!
Süßes Kind. Irgendwann werden sie mich lieben. Vielleicht sogar eines Tages als die verlorene Mutter sehen. Aber bis dahin passen wir gut auf sie auf. Ich sperre Lady Emily in ihr Gemach. Dann bringe ich sie zum Gefängnis von Coatridge. Mein Vater hat damals alles verloren. Nun trage ich diese Uniform und schicke Grünschnäbel aus, damit sie die Rosengärten patrouillieren, statt im Schützenclub zu trinken. Hauptmann, waren das Schreie? Lady Emily, was ist passiert? Das ist alles, Hauptmann Mayhew. Weil sie auf unserer Seite war. Berüchtigte Waffe des Schutzherrn. Welches Schwert faltet sich bitte? Geht schon richtig gut los. Geil. Laut der Towerwache gibt es einen letzten Zufluchtsort der Kaiserin. Einen Raum in ihren Gemächern. Mit genug Gold, um eine Insel zu kaufen. Und dieser Ring soll einer von nur zwei Schlüsseln sein. Was ist geschehen? Alexi, der Thronsaal. Vater! Nichts, was ich allein kann. Ich muss hier raus. Ich möchte als erstes gerne mal... Oh, warte mal, wir können das Spiel speichern. Oh, das machen wir direkt, ne? Ach, jetzt habe ich es verstanden. Okay. So. Okay, Wie wird Hauptmann Ramsay brauchen? Nur die Ruhe, Corporal Dial. Ramsay weiß, was er tut. Der Mann steigt auf. Diese Bastarde gehören zu Ramsay und zum Herzog von Serkonos. Nun, da er der rechtmäßigen Kaiserin zum Thron verholfen hat, gewinnen die Ramsays wieder Macht in Dunwall. Das sollten sie nicht vergessen. Okay, zwei Stück sind auf jeden Fall da vorne. Sollte ich ihn drehen und mir ein Versteck suchen? Ich muss nachdenken. Oh mein Gott. Ach, es wird nicht vorgelesen. Schade. Das wäre natürlich schön gewesen, bei so einer schönen Synchronisation, dass die Briefe vorgelesen werden. Aber okay. Ein Brief der tyrannischen Handelskommission. Hochverehrte Kaiserin, wie Sie wissen, werden Lieferungen aus Serkonos nach Tivia inzwischen regelmäßig von Piraten überfallen oder sind mit Blutfliegen verseucht. Von den verlorenen tyvanischen Leben einmal abgesehen, Mannschaften, Hafenarbeiter und Händler, müssen wir auch die kaum noch erfassbaren Materialkosten der Fracht selbst bedenken. Wenn wir nicht bald handeln, sehen wir uns gezwungen, den Handel mit Serkonos einzustellen und die Schiffe von der südlichsten Insel mit einem Embargo zu belegen. Doch noch ist es nicht zu spät. Die Handelskommission ist vernünftig und hat bereits über Maßnahmen zur Verbesserung der Lage beraten. Wir bitten um folgendes: unabhängige qualifizierte Inspektoren. Ja, ist nicht wichtig. Ich weiß nicht. Ich werde wahrscheinlich wieder zigtausende von Dokumenten finden. Die wichtig sind oder die ich denke, dass sie wichtig sind, werde ich vorlesen. Alle anderen lasse ich einfach nur so, dass ihr dann halt stoppen könnt. So, wir haben hier anscheinend ein... Wir können das Fenster benutzen. Wir haben hier wahrscheinlich Geheimverstecke oder so. Das Hound Pits Pub. Unglaublich, aber manchmal vermisse ich diese Zeiten. Cool. Alarm einstellen, Sanduhr. Könnte man vielleicht noch gebrauchen?
Brief von Beraterin Helmswaite. Water. Helmswater. Mein Gott. Hoheit, es gab einen weiteren Mord und ich kann nicht länger schweigen. Seltsam, dass sich alle Opfer öffentlich gegen sie gewandt haben, nicht? Und wenn sie seltsam, dann doch so praktisch. Wenn nicht seltsam, dann doch so praktisch. Haben Sie mir nichts zu sagen, Majestät? Wie soll ich Sie beraten, wenn Sie mich nicht derart sensibel in Angelegenheiten nicht einweihen? Es scheint, als sei ich die Einzige in ganz Dornwall, die nicht die Wahrheit über den Kronenmeuchler kennt. Lassen Sie mich nicht außen vor. Ich verbleibe. Ihre getreue Dienerin, Beraterin Leonora Helmswörder. Water. Mein Gott, wieso will ich immer Weather sagen? Nach der Testfahrt der kaiserlichen Schutzherren wollen wir die MS Jessamine Cordwain direkt vom dem Todestag ihrer werten Mutter vom Stapel laufen lassen. Ihr Einverständnis vorausgesetzt natürlich. Wir lassen eine Flasche King Street Brandy an die Plattform binden, die sie dann gegen den Rumpf schwingen. Was sie während der Zeremonie sagen, liegt selbstverständlich ganz bei ihnen, aber anbald, wenn sie ein paar Anregungen mögen, die frischen Wind zum Ufer. Wainwright, ja. Okay, noch was. Schreibmaschine. Ist das süß. Ach. Hoheit, an bei der Ablauf für die Mitgliederabend. Für den Mitgliederabend. Frühstück mit tyrannischen Handelskommission, Präsentation von Forschungsschiff, Marschläufer, das kürzlich des neuen entdeckten Inselkette von Panille, Geschenkwidmung, Erschöpfung. Treffen mit Beraterin, Abendessen mit Lord Corvo auf seine Bitte hin. Mein Gott, die Arme, die hat ja hier nur zu tun, ey. Okay. Was passiert denn, wenn ich da hinten wieder auf das Fenster klicke? Nichts, okay. Okay, ich muss irgendwie die Uhr einstellen, aber was bringt mir das? Ich habe Frösche in dieser Standuhr versteckt, um Haushälterinnen zu ärgern. Und ich dachte, das Leben wäre kompliziert gewesen. Ich weiß ganz ehrlich nicht, was ich tun soll. Ich denke mal, ich muss hier irgendwie was... Warte mal. Da ist so ein Ding. Kann das sein, dass das ein bisschen hier zu dunkel ist? Dass ich das deswegen vielleicht nicht sehe? Helligkeit. Machen wir es mal ein bisschen heller. Jawohl. Und jetzt so. Ich wollte jetzt einfach nur mal gucken. Ich weiß ja auch nicht, wie dunkel das jetzt gleich. Wird. Was ist das hier? Okay, ich komme hier definitiv gerade nicht raus. Verdammt, ich muss pinkeln. Ja, dann geh doch. Ich weiß nicht, wie ich hier rauskomme. Ich weiß nicht, wie ich hier rauskomme. Hier hilft mir ja auch nicht die Uhr. Oh
Oh, ich kann einfach aus dem Fenster, ja klar. Wow. Wie oft habe ich diese Skyline gesehen? Es wirkt, als hätte sich alles verändert. Okay. Dann klettern wir mal aus eins der anderen Fenster. Das wird doch so nichts. Was soll ich denn tun? Ich sitze hier fest, ey. Ich sitze hier echt fest. Irgendwas übersehen. Hä? Ich kapiere das gerade echt nicht, ne? Kaiserliche Gemachschlüssel. Ich habe hier keinen Schlüssel. Ich weiß auch nicht, wie ich hier weiterkommen soll. Ich habe keine Ahnung. Keine Ahnung. Ich muss sowieso einen Cut machen. Leute, es tut mir leid, dass jetzt nicht viel passiert ist, aber... Naja, ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal.